Hallo, Position und Taktierung ist unser erstes Thema. Wir beginnen mit der Position. Kennt eigentlich jeder. Also jeder Musik liegt ein Puls zugrunde, ein gewisses Tempo, eine Position und das kennt man. Man geht irgendwo hin, es läuft Musik und plötzlich fängt man an, dazu zu tippen, ja, das mitzufühlen. Das ist die Position. Wir versuchen das jetzt mal nachzuahmen, indem wir gleichmäßige Schläge absolvieren. Wir fangen an. Und achten darauf, dass alles gleich klingt. Es geht los. Und. Ja? Gleichmäßiger Puls. Wenn ich jetzt anfange, einen Schwerpunkt zu setzen in regelmäßigen Abständen, entsteht eine Taktierung. Wir machen das mal. Jetzt zählen wir einfach mit. Jeder Schwerpunkt bekommt die Zahl 1 und ich zähle alle Schläge mit bis zum nächsten Schwerpunkt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3, 1. Und jeder Musik liegt nicht also nur ein Puls zugrunde, sondern auch eine gewisse Taktierung, also eine Schwerpunktgestaltung sozusagen. Ja, also gewisse Schwerpunkte, die in einem gewissen Abstand kommen. Ja, hier wären es immer drei Schläge. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, bis zum nächsten Schwerpunkt. Ja, das wäre eine Dreier-Taktierung, könnte ein Dreiviertel sein in dem Tempo. Ja. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Nehmen mal einen etwas schnelleren Puls und machen einen Siebener. Eine Siebener Taktierung. Wir machen zuerst die Position. Ganz gleichmäßig. Ist schon gar nicht so einfach. Und jetzt zählen wir. Beginnen bei 1 bis 7. Ja, und dann wieder von 1 beginnend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ja, das war eine 7er Taktierung. In dem Tempo, es war ein bisschen schneller, könnte man sagen, zum Beispiel 7 Achtel. Ja? Warum wird später nochmal genauer erklärt, ja? Aber wichtig ist erstmal, dass verstanden wird, also es eine 7er Taktierung ist. Zum Schluss, das, was die meisten kennen, ist eine 4er Taktierung. Ich zähle also immer bis 4. Wir wählen ein langsameres Tempo jetzt aus. Machen wieder zuerst die Pulsation, ganz ruhig. So, und jetzt kommt die Schwerpunkt. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 und beenden 1. Ja, wir enden erstmal immer auf der 1. So viel zu Pulsation und Taktierung.